Hi zusammen, Hannes hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona und ich habe hier das neue LG G5. Gerade frisch vorgestellt worden, das Gerät möchte ich einfach mal kurz ein bisschen zeigen. Fangen wir mit den technischen Daten an. Wir haben ein 5,3 Zoll Display mit 2560x1440 Pixeln Auflösung. Das sind 554 ppi. Also wirklich eine extrem hohe Auflösung auf die Displaygröße. Da sollte man also keinen einzelnen Pixel mehr sehen können. Dazu Quantum Dot Technologie, um genauere Farben oder bessere Farben darstellen zu können. Wo wir an der Front sind, wir haben Onscreen Buttons. Wir haben hier vorne eine Frontkamera mit 8 Megapixeln. Und wenn wir es umdrehen, haben wir hier einmal eine 16 Megapixel Hauptkamera und eine 8 Megapixel Ultra Wide Kamera mit 135 Grad Blickwinkel. Also sehr, sehr großer Blickwinkel auf jeden Fall. Dazu Dual Tone LED Flash, sprich, er kann sich sehr gut auf die Farben im Foto anpassen. Darunter hier einmal den Power-Button samt Fingerprint-Reader. Also hier könnt ihr ganz normal das Gerät mit entsperren und damit auch gleichzeitig ein- und ausschalten. Und ja, auf der linken Seite einmal die Lautstärke wird bespricht. Da könnt ihr ganz normal die Lautstärke einstellen. Ist jetzt hier wieder an die Seite gewandert, statt eben wie früher bei LG auf der Rückseite beim Power-Button. Ist ein bisschen schade, weil das so ein Alleinstellungsmerkmal von LG war, aber soll halt wohl nicht mehr sein. Ja, die restlichen technischen Daten, wir haben einen Snapdragon 820 Prozessor drin, Android 6.0 Marshmallow und 2800 mAh Akku, der auch auswechselbar ist. Dazu kommen wir gleich, wie das funktioniert. 4 GB Arbeitsspeicher sind drin, sollte auf jeden Fall dicke reichen. 33 GB interner Speicher, der dann auch per MicroSD-Card-Slot erweitern kann. Den haben wir nämlich auf der rechten Seite zusammen mit dem Nano-SIM-Slot, sprich hier kann das Ganze dann eben erweitert werden. Auf der Oberseite dann noch einmal hier den Klinkenanschluss, so 3,5 mm Klinke. Hi zusammen, Hannes hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona und ich habe hier das neue LG G5. Gerade frisch vorgestellt worden, das Gerät möchte ich einfach mal kurz ein bisschen zeigen. Und ja, so viel mehr sehen wir dann hier auch schon gar nicht mehr. Die größte Besonderheit beim LG G5 ist auf jeden Fall hier unten das Modul. Denn wie man sieht, hier ist so eine Trennlinie und da kann man nämlich dann den Akku rausnehmen. So, drücken wir einfach hier auf den Knopf, dann sieht man schon, es löst sich und wir können hier eben den Akku rausziehen. Na, ja, jetzt wird natürlich dieser Alarm an, aber genau, hier kann man eben den Akku rausnehmen und da hat man hier eben so ein Modul. Da gibt es auch noch weitere Erweiterungsmodule für, die zeige ich euch gleich noch. Und man kann hier auch, na, jetzt funktioniert es gerade nicht. Na? Ja, funktioniert es leider gerade nicht. Aber hier kann man eben den Akku einfach rausnehmen, neuen Akku reinstecken und das Ganze dann wieder ins Gerät schieben. Also das schon eine sehr schöne Sache, eben um auf die Schnelle den Akku zu wechseln. Gut, soviel erstmal zum Gerät an sich und gleich schauen wir uns noch die Erweiterungsmodule an. So, kommen wir zum ersten Modul. Ich habe hier das LG Cam Plus in der Hand. Sieht man jetzt von vorne erstmal keinen großen Unterschied, außer dass hier der Rahmen ein klein bisschen dicker geworden ist im Gegensatz zum normalen G5. Liegt ja nicht daran, dass hier eben ein großes Zusatzmodul mit dran ist, mit separatem Auslöser. Ihr könnt hier den Zoom per Hand regeln, also eben über so ein Scrollrad. Ihr könnt hier unten über den Schieber die Kamera starten bzw. ausschalten, um eben alles wirklich mit einer Hand zu bedienen. Und wenn man sich das anschaut, also es liegt wirklich ganz gut in der Hand, wie eben eine Kamera auch. Ja, stört jetzt hier nur ein bisschen die Sicherung und alles. Aber normalerweise kann man das dann eben wunderbar mit einer Hand halten. Also das klappt schon sehr, sehr gut. Das ist eine sehr schöne Erweiterung auf jeden Fall. Für diejenigen, die viel fotografieren, zum Beispiel im Urlaub gerade gut denkbar. Denn was noch dazu kommt ist, hier ist ein zusätzlicher Akku drin mit 1200 mAh. Sprich, insgesamt hat man dann knapp 4000 mAh im LG G5, um die Akkulaufzeit nochmal deutlich zu verlängern und auch eben auch ordentlich viele Fotos oder auch Videos damit machen zu können. So, kommen wir zum zweiten Modul, dem LG Hi-Fi Plus, Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen Play. Das ist letztendlich einfach ein Hi-Fi-Modul, um die Soundqualität nochmal zu erhöhen. Und man sieht, hier unten ist es einfach wieder ein bisschen länger geworden, das LG G5. Hier ist ein kleines Bang & Olufsen Logo und wem erinnert sich optisch schon nicht. Technisch ist aber einiges mehr, denn man hat hier einen zusätzlichen 3,5 mm Klinkenanschluss, um letztendlich dann die Kopfhörer direkt über das Modul laufen zu lassen. Und in diesem Modul steckt einfach ein hochauflösender DAC, also ein Digital-Analog-Wandler. Und das Ganze basiert auf einem Saber 9602C-Chipsatz bzw. auf einem ES9028C2M, um eben die höchstmögliche Soundqualität zu erreichen. Und ja, das kann man eben, wie auch schon bei dem Cam Plus bzw. beim Akku, hier einfach dann rausziehen über den Knopf an der Seite und dann auf die Schnelle auch die Module wechseln, wenn man eben gerade keine Musik braucht, sondern beispielsweise den Camera Grip. Und
ja, viel mehr sieht man letztendlich, wie gesagt, hier auch schon nicht von diesem Modul. Wir haben auch den USB-C-Anschluss, der dann eben ein Stück weiter mit nach unten wandert. Das war es aber auch schon. Gut, dann so viel erstmal zum LG G5 und seinen Zusatzmodulen. Und dann mehr Informationen findet ihr... Mehr Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann bis zum nächsten Mal.